Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Lisa Hassenzahl und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Ja, eine Online-Konferenz extra für die Investoren in den Faktorstrategien. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen auch an alle Kunden und Kundinnen von Herrn Magnus Lenz. Ja, wir werden in den nächsten Minuten ein kleines Update hören, eben aus unserer Sicht auf die Märkte, eine kleine Zusammenfassung der Situation und natürlich am allerwichtigsten die Implikationen für die weiteren Strategien, das weitere Vorgehen in den Strategien und ja, eben unsere Meinung zur Gesamtlage. Herr Leichtweis wird das entsprechend darstellen. An dieser Stelle auch der Hinweis, dass die Online-Konferenz wird aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben im Nachgang die Möglichkeit, die Online- oder die Videoaufzeichnung entsprechend nochmal anzuschauen. Sie erhalten diese im Nachgang per E-Mail automatisch zugeschickt. Fragen stellen können Sie über das entsprechende Chatfenster. Sie sind während der Online-Konferenz alle stumm geschaltet, um störende Geräusche entsprechend auszuschließen. Aber Sie haben, wie gesagt, jederzeit die Möglichkeit, Fragen und Anmerkungen zu stellen. Wir werden diese natürlich auch während der Online-Konferenz entsprechend beachten, allerdings soweit möglich erst am Ende gesammelt klären, um Unterbrechungen zu vermeiden. Auf diesem Wege würde ich jetzt entsprechend an Herrn Leichtweis übergeben. Wie gesagt, Fragen gerne jederzeit ins Chatfenster und dann am Ende gesammelt. Ja, vielen Dank, Lisa. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben heute einige Themen zu besprechen. Umso erfreulicher natürlich, dass Sie sich zahlreich angemeldet haben. Globale Vermögensverwaltung, große Wetterlage, Märkte, Strategien, das mit dem Fokus auf die Strategien, die wir Faktor Portfolio und Faktor Depot nennen. Ich darf Ihnen vor allem auch natürlich unsere globale Perspektive darstellen und natürlich am Ende des Tages auch die Performance in den allgemeinen Marktkontext einordnen, respektive auch insbesondere auf die Fehler eingehen, die wir momentan feststellen, die Marktteilnehmer tun, damit sie auch hier möglichst viel inhaltlich aus der Konferenz mitnehmen können. Wir beginnen zunächst bei der aktuellen Situation. Ich glaube, ein Thema, das man momentan nicht überstrapazieren muss. Sie alle werden ja totgeschlagen von den sekündlichen Mitteilungen über Neuinfizierte, über Wachstumsraten, über Konjunkturprogramme, über wirklich dramatische und auch in den Geschichtsbüchern einmalige Vorgänge, die wir ja aktuell beobachten. Und wir wollen dementsprechend nur kurz die wesentlichen Aspekte hier herausgreifen. Wenn wir zunächst auf den Kapitalmarkt blicken, auf die aktuelle Situation, dann haben wir gesehen, dass wir wirklich in historisch einmaligen Zeiten leben. Wir waren noch bis Ende Februar quasi im Anlagenotstand. Damals galt das Motto FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt, Anleger waren nahezu bereit, jedes Risiko zu sehr niedrigen Renditen zu akzeptieren, ob Hochzinsanleihen, nachrangige Bankanleihen und Co. Es konnte gar nicht Risiko genug sein. Man hat sehr niedrige Renditen akzeptiert. Und das Ganze hat sich innerhalb von wenigen Wochen gedreht. Man hat teilweise das Gefühl, dass man von einem Weltuntergangsszenario ausgeht, massenweise Bankenpleiten, steigende Inflation, exorbitante Staatsverschuldung, Vermögensabgabe, jüngst hier von der SPD wieder reingebracht. Also wirklich ein kompletter Umschwung der Stimmung innerhalb von nur 4 Wochen. Und auch die Marktbewegung, die wir gesehen haben, wirklich exorbitant, mal ging es 10% hoch, mal 10% runter. Also das doch wirklich historisch einmalig. Was wir uns klar machen müssen, das geht leider in der aktuellen Nachrichtenlage immer sehr stark unter. Die Kommentatoren, sei es vor der Tagesschau oder sei es auch in den Medien, die probieren natürlich immer die Marktbewegung, die man sieht, beispielsweise im Aktienmarkt, damit zu erklären, dass man jetzt auch Schlagzeilen findet. Also nach dem Motto, die Anzahl der Corona-Neuinfizierten ist hoch und deswegen muss jetzt auch die Marktbewegung sehr stark sein. Wichtig ist, sich hier klarzumachen, dass sehr hohe Kapitalvolumen am internationalen Kapitalmarkt nach systemgebundenen, nach Handelsmodellen gemanagt werden, die sehr, sehr stark auf den Gleichlauf zwischen den großen Vermögensklassen schauen, also Aktien und Anleihen. Und wenn der steigt, dann wird Risiko abgebaut. Und dieser Gleichlauf ist massiv angestiegen.
Die schauen auch noch darauf, wie stark die Schwankungsbreite innerhalb dieser beiden Vermögensklassen Aktien und Anleihen ist. Und auch diese Schwankungsbreite ist angestiegen. Das heißt, wir haben hier ein unheimlich großes Volumen gesehen, was am Markt bewegt wurde, was einfach nur reagiert hat, weil sich die Marktstimmung, die Markttechnik hier verändert hat. Und das erklärt auch sehr, sehr stark diese Bewegung, die wir gesehen haben. Der Grund natürlich im Coronavirus, respektive in den wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen, in diesem künstlichen Koma, das uns ja global hier an eine bewusst akzeptierte Rezession setzt, also etwas, was wir noch nie gesehen haben, eine quasi stabile Seitenlage, in der der Patient die globale Wirtschaft durch Konjunkturprogramme, durch staatliche Interventionen quasi beatmet werden soll, wenn man die Analogie an dieser Stelle verwenden darf. Also, wie gesagt, das hier, das Umfeld. Sie sehen es dementsprechend, die Aktien haben mit Abschlägen reagiert. Ich habe bewusst jetzt mal nur das aktuelle Kalenderjahr gezeigt. 2019 war ja sehr, sehr erfreulich. Da haben wir am globalen Aktienmarkt zweistellige Zuwächse gesehen, auch in anderen Aktienmärkten. Und dann sehen Sie im Endeffekt dann hier, wie das losging. So ab dem 23. Februar, da ging das im Endeffekt auch stark nach unten. Die Aktienmärkte haben hier entsprechend korrigiert. Dann gab es von einigen Marktteilnehmern die Mitteilung an Anleger hier unten, ja, wir haben jetzt Risiko rausgenommen, und dann gab es in der letzten Woche eben diesen relativ starken Rebound, der momentan wieder so ein bisschen an Dynamik verliert. Man sieht es auch, nahezu alle Aktienmärkte im Minus, lediglich die Stärke des Abschwungs, die ist unterschiedlich. Sie sehen, ich habe hier den DAX gar nicht abgebildet, sondern Aktien global, Aktien Europa und auch Aktien Schwellenländer. Warum nicht den DAX? Der DAX besteht aus 30 Werten, ist sehr gering diversifiziert, ist unheimlich zyklisch, also aus unserer Perspektive kein geeigneter Vergleichsmaßstab für ein sinnvoll strukturiertes Aktienmarktportfolio. Man kennt das so als Deutscher aus der Tagesschau, aber wenn Sie Amerikaner wären, dann würden Sie auf den S&P 500 schauen. Der hat eine ganz andere Bedeutung. Also von daher, der DAX, nehmen Sie das bitte immer zur Kenntnis, der ist nur ein sehr, sehr minimaler Teilausschnitt des globalen Kapitalmarktes und auch ein sehr kleiner Ausschnitt der globalen Aktienmärkte. Rund 3% der globalen Aktienmarktkapitalisierung liegen in Deutschland. Aber wir sehen doch schon, lediglich Gold, respektive auch hier im Endeffekt die Anleihen mit einem Plus, und insbesondere das Thema Anleihen werden wir auch gleich nochmal uns betrachten. Wenn wir auf die Stimmungsindikatoren für die Wirtschaft schauen, ich denke, man kann nicht über die Kapitalanlagen sprechen, ohne auf die Wirtschaft zu blicken, dann machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie in den nächsten Wochen desaströse Konjunkturdaten bekommen. Die sind aber erwartet. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir natürlich die Wirtschaft ja ganz bewusst in eine Schockstarre setzen und sämtliche Energie aus dem System rausnehmen, dann müssen natürlich sämtliche Konjunkturindikatoren schlecht sein. Hier mal beispielhaft dargestellt für Deutschland der IFO-Geschäftsklimaindex. Und da sehen Sie schon, wir waren ja in Deutschland auch schon vor diesem Coronavirus hier relativ auf dem absteigenden Ast. Die Stimmung hat nachgelassen. Es gibt viele Probleme, auch Automobilindustrie und Co. Sie alle kennen das. Und Sie sehen jetzt hier diesen spektakulären Rückgang hier in der jüngsten Zeit. Und das Ganze natürlich kein deutsches Phänomen, wenn Sie das auf europäischer Ebene tun, wenn Sie es auf globaler Ebene betrachten. Die Konjunkturindikatoren sind schlecht. Und jeder, der zum jetzigen Zeitpunkt gute Konjunkturindikatoren erwartet, ist meines Erachtens, wie gesagt, ja, das ist schwer nachzuvollziehen. Die Erwartungshaltung muss schlecht sein. Und dementsprechend bestätigen die Konjunkturindikatoren jetzt im Nachhinein das, was die Börse, was die Aktienmärkte vorweggenommen haben. Der DAX ja zwischenzeitlich mit Abschlägen von 40% und das dementsprechend jetzt nur bestätigt durch die Konjunkturindikatoren. Was wir hier noch sehen für die USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, auch das mal in einen Kontext gesetzt und die Dimension darzustellen, über die wir hier sprechen. Sie sehen schon hier die Skala in 1 Million Personen, und da sehen Sie ja schon hier, was ist eigentlich so die letzten Jahre gewesen, was war so in der Finanzkrise. Okay, da hatten wir mal 600.000, 700.000 und jetzt sehen Sie hier, da gehen wir über die 3 Millionen drüber. Das war mit Sicherheit nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn Sie sich die Beschäftigungsanzahl in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, im Dienstleistungssektor rund um den Tourismus anschauen, dann wird jeder, der die Grundrechenarten beherrscht, auch zur Erkenntnis kommen, dass die Arbeitslosenraten stark steigen und dementsprechend hier natürlich das eine Erwartungshaltung, die man haben muss, die aber auch natürlich die Politik hat, die Notenbanken haben, und was dementsprechend vielleicht auch erklärt, warum diese Interventionen, die wir momentan sehen, die historisch in Friedenszeiten einmalig sind und die wahrscheinlich auch
auf aktuellem Niveau ausreichen, um einen Lockdown, einen Shutdown der globalen Wirtschaft von 6 bis 8 Wochen zu kompensieren, warum wir momentan über diese unvorstellbaren Euro, Pfund, Dollar und Yen-Beträge reden, die hier sowohl von staatlicher Seite als auch von den Notenbanken momentan bewegt werden. Also, Konjunktur, wir können es zusammenfassen, die Konjunkturerwartungen sind schlecht, die werden auch erstmal schlecht bleiben. Man wird sich sehr stark daran orientieren, was die Neuinfektionen tun. Man wird jetzt verstärkt wahrscheinlich auch darauf schauen, wie sich die Todesquoten hier entsprechend entwickeln. Man wird sehr stark darauf schauen, inwieweit medizinische Maßnahmen hier wirken. Es gibt ja doch immer mal wieder ganz positive Nachrichten, was die Wirksamkeit einzelner Medikamente betrifft, weil das muss man auch sagen, wir haben ja keine klassische Rezession, die überraschend kommt und wo niemand damit rechnen konnte, oder Probleme im Finanzsystem, die dann dazu führen, dass die Realwirtschaft betroffen ist, sondern wir haben hier letztendlich wirklich den Sachverhalt, dass wir ganz bewusst den wirtschaftlichen Stillstand akzeptieren als gesellschaftliche Bürde, weil die Politik das momentan als geeignetes Medium und als geeignete Instrumente hier sieht, Teile der Gesellschaft, aber auch natürlich die Stabilität des Gesundheitssystems hier entsprechend damit zu stützen und letztendlich auch das Ganze natürlich am Laufen zu halten. Im Umkehrschluss stellt sich natürlich die Frage, die weit über das klassische Thema der Kapitalanlage hinausgeht. Wie stabil ist eigentlich das Finanzsystem? Sind Banken noch sicher? Und wird nicht der Preis für diese massiven Maßnahmen, die wir sehen, also die massiv steigende Staatsverschuldung, die massiven Investitionsprogramme hier finanziert durch die Zentralbanken, bis hin zur Thematik, dass wir über eine Geldpolitik sprechen, bei der man sagt, Defizite bei Staaten spielen keine Rolle mehr, weil diese Defizite werden einfach durch die Notenbanken finanziert, also das Thema MMT, also eine neue Geldtheorie. Deswegen auch das kurz hier mitgebracht. Der Indikator der Europäischen Zentralbank selbst, der die Stabilität im Finanzsystem misst, den schauen wir uns regelmäßig an, nicht nur in Krisen, sondern das ist bei uns eine permanente Aufgabe. Und Sie sehen schon hier, dieser Indikator jüngst angestiegen von einem sehr niedrigen Niveau. Wir sind weit davon entfernt von dem Level, was wir in der Griechenland- und Euro-Staatsschuldenkrise hatten. Wir sind weit entfernt von dem Level, was Sie hier sehen, im Rahmen der Finanzkrise. Und der Punkt ist ganz klar, dieser Anstieg wäre deutlich dramatischer gewesen, wenn wir im Endeffekt hier an dieser Stelle da nicht auch die Notenbanken hätten, die sich wirklich hier extrem stark positionieren. Wir sehen die direkte Finanzierung von Unternehmen durch die Notenbank in den USA. Also wirklich, das würde jetzt hier Seiten füllen, um das alles zu erklären. Aber das ist wirklich, sind das historisch einmalige Dimensionen, die wir alle beobachten dürfen. Das wird in den Geschichtsbüchern noch entsprechend behandelt werden. Sorgt aber im Umkehrschluss auch dafür, dass das Bankensystem stabil ist, dass das Finanzsystem stabil ist, dass dementsprechend auch hier die Kreditwirtschaft hoffentlich ihre Rolle auch erfüllen kann, die Realwirtschaft mit Krediten zu versorgen, weil das muss man auch ganz klar sagen, Kredite sind natürlich der Schmierstoff der Wirtschaft, und wenn Kredite und der Zahlungsverkehr alles nicht funktionieren, weil das Bankensystem nicht funktioniert, dann kann auch die Realwirtschaft sich nicht erholen, und dementsprechend diese Maßnahmen, die sorgen natürlich auch für entsprechende Unterstützung. Und die Kernfrage, die man sich stellen muss, führt das jetzt zu einer steigenden Inflation? Ich habe Ihnen hier mal die Inflationserwartungen mitgebracht, einmal in Türkis für die USA. Sie sehen es unten dementsprechend in Blau für die Eurozone. Da sehen Sie die Inflationserwartung mit rund 1% deutlich von den 2% Zielgröße entfernt. Also aktuell Inflation noch kein großes Thema. Wir beobachten das sehr genau, sind aber weit davon entfernt, hier irgendwelche Horrorszenarien anzumalen, mit denen Sie momentan natürlich tolle Reichweite bei YouTube bekommen, mit denen Sie natürlich viele Leser gewinnen, wenn Sie das als Journalist raushauen. Aber momentan muss man ganz klar sagen, Inflationserwartungen sind im Zuge der disinflationären Entwicklung durch den Corona-Schock plus den massiv gefallenen Ölpreis erstmal stark zurückgekommen. Durchaus positiv, weil man kann momentan Inflationsschutz relativ günstig erwerben. Stichwort inflationsgebundene Anleihen, auch das etwas, was wir ja als permanentes Instrument in den Strategien hier integriert haben. Also von daher lassen sich da von den Schlagzeilen noch nicht ins Boxhorn jagen. Man muss das auf dem Schirm haben, wir haben das auch für Sie auf dem Schirm, aber aktuell muss man ganz klar sagen, das ist mehr Clickbaiting als faktisch untermauert.
Wenn wir kurz zu den Strategien kommen, dann sind wir uns, glaube ich, einig, dass die beste Antwort auf die jetzige Situation ist Diversifikation, ist Risikostreuung. Risikostreuung nicht nur im Sinne von vielen tausend einzelnen Wertpapieren, die mittels der Fonds hier in den Strategien abgebildet sind. Also wirklich dieses Thema, nicht alle Eier in einen Korb, das ist in den Strategien schon von Anfang an umgesetzt. Sie wissen, wir haben das Thema ETFs, Indexfonds schon seit Beginn der Strategie im April 2013, also vor rund 7 Jahren, sehr stark fokussiert. Also bevor die meisten Marktteilnehmer überhaupt wussten, was ETFs genau sind. Wir kommen jetzt in Teilbereichen dazu, insbesondere bei Anleihen, dass wir mal davon abkommen, in der Zukunft ETFs zu erwerben. Wir werden aktive Fonds ergänzen. Warum? Weil es einfach Sinn macht, im aktuellen Umfeld hier sich aktiv mit dem Anleihenmarkt zu beschäftigen. Hier wird es den Zugang geben über institutionelle Fondsbranchen, typischerweise verfügbar ab 1 Million Euro pro Kunde, weil wir sie als Kunden hier entsprechend bündeln, erwerben wir direkt diese institutionellen Großanlegertranchen. Das heißt, Ausgabeaufschläge gibt es ja in den Strategien ohnehin nicht, aber auch die laufende Verwaltungsvergütung und auch das Handling und auch die Informationsqualität hinten dran entspricht eben institutionellen Standards und nicht den klassischen Privatkundenbranchen. Wenn wir uns die Strategien anschauen, dann wissen Sie, wir orientieren uns seit Beginn und seit Auflage der Strategie an den erfolgreichen Prinzipien, die viele Anleger verinnerlicht haben. Das heißt, eine regelgebundene Verteilung auf die großen Vermögensklassen im Aktien und Anleihen, ein regelmäßiges Rebalancing, um die gewünschte Zielstruktur wiederherzustellen. Und wir haben damals so ein bisschen die Prinzipien des norwegischen Staatsfonds genommen, weil die haben sich sehr gut positioniert, die sind da sehr transparent in ihrer Anlagestrategie. Und jetzt kann man so ein bisschen überlegen, Henne oder Ei, was war zuerst da? Aus meiner Perspektive, die grundsätzlichen Regeln einer langfristig strategisch erfolgreichen Geldanlage, die gab es schon vor dem norwegischen Staatsfonds. Der norwegische Staatsfonds hat das einfach noch mal ein bisschen greifbarer gemacht, ein bisschen plausibler auch gemacht. Deswegen verwenden wir ja auch gerne diese Analogie einer globalen Vermögensverwaltung mit relativ fixen Quoten, 65% Aktien, 35% Anleihen, mit dem regelmäßigen Rebalancing und passen das Ganze dann entsprechend auch ein bisschen auf die Bedürfnisse eines privaten Anlegers an, weil auch das muss an der Stelle natürlich klar sein. Der norwegische Staatsfonds kann viele Sachen aufgrund seines Volumens nicht mehr tun, sind einfach zu groß. Auf der anderen Seite ist der Staatsfonds generationenübergreifend aufgestellt. Also sprich, die denken auf 50 Jahre Anlagehorizont plus. Und da zeigt einfach die Historie, dass der durchschnittliche Anleger natürlich nicht auf 50 Jahre plus denkt. Und so nehmen wir quasi das Beste aus beiden Welten. Auf der einen Seite die strategischen Ansätze eines institutionellen langfristigen Investors, wie des norwegischen Staatsfonds, und auf der anderen Seite eben auch eine gewisse Rücksicht auf die Psyche der Anleger, auf die menschliche Mentalität, die ja dann auch oft dazu führt, dass viele Anleger die Kapitalmarktrenditen nicht verdienen, weil sie einfach prozyklisch agieren. Mitte Februar wollte man noch alles an Risiko, was geht. Heute will man gar kein Risiko mehr. Und wer natürlich immer diesen Emotionen hinterherläuft, hat natürlich keine Chance, hier Renditen zu verdienen, die angemessen sind. Und ich habe Ihnen auch mal gleich ein Praxisbeispiel aus der Branche mitgebracht, dass Sie auch feststellen, dass auch professionelle Marktteilnehmer sehr oft in diese emotionalen Fallen tappen. Wenn wir es ein bisschen detaillierter machen, ohne Ihnen jetzt die Charakteristika der Tausenden von Aktien und der Hunderten von Anleihen aufzuzählen, die im Portfolio gehalten werden. Ein wichtiger Punkt, vielleicht etwas technisch, aber am Aktienmarkt gibt es unterschiedliche Faktoren. Das heißt, wir haben Unternehmen, die haben eher einen defensiven Charakter, wir haben Unternehmen, die haben eher einen offensiven Charakter, weil sie eine geringe Marktkapitalisierung haben oder weil sie extrem günstig bewertet sind, weil sie eben auch Herausforderungen vor sich haben, Stichwort deutsche Automobilbranche oder auch Banken. In den Faktorstrategien haben Sie festgestellt, dass wir im vergangenen Jahr die Strategie deutlich defensiver aufgestellt haben, haben eben sehr prominent hier positioniert, konkret dieses Thema Minimum Volatility, also defensive Geschäftsmodelle. Und da sehen Sie schon auch, das ist dann eben ein Unterschied, ob Sie am globalen Aktienmarkt minus 21 Prozent haben oder ob Sie dann eben minus 30% haben in den offensiveren Strategien. Und wenn Sie das Ganze noch ein bisschen länger sich anschauen, stellen Sie fest, dass die erfolgreichsten Faktoren in der Vergangenheit hier wirklich diese geringe Volatilität und Unternehmen mit hoher Qualität sind. Und das etwas, was in den Faktorstrategien sich entsprechend stark widerspiegelt.
nicht als Reaktion auf die Krise, also jetzt prozyklisch hinterherzulaufen, sondern eben in der Vergangenheit, im Jahr 2019, wurde das bereits integriert. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, dass immer weniger Diversifikation da ist, dass die Kapitalmarktindizes immer konzentrierter sind in manchen Bereichen, dass einzelne Unternehmen aus dem Technologiebereich hier die ganze Entwicklung dominieren und dass wir jederzeit ein diversifiziertes Aktienportfolio halten wollen, um keine Klumpenrisiken zu haben, gab es diese Änderung schon vor der Krise. Also wir greifen hier natürlich schon dementsprechend auch ein, aber sehr, sehr stark auf einer strategischen Basis, um sicherzustellen, dass wir jederzeit ein in sich diversifiziertes und risikobeachtendes Aktienportfolio halten. Aber viele Marktteilnehmer haben nicht nur Fehler gemacht auf der Aktienquote, sondern insbesondere auf der Anleihenquote. Das habe ich Ihnen hier gezeigt. Auch hier gab es ja in der Vergangenheit immer mal Fragen von interessierteren Anlegern, die gesagt haben, warum habt ihr denn so defensive Anleihen drin? Kurzlaufende deutsche Staatsanleihen, kurzlaufende Anleihen von deutschen Bundesländern, das bringt doch nichts, kauft doch etwas, was ein bisschen Verzinsung trägt. Und wir haben immer gesagt, nein, wir möchten diese defensiven Anleihen bewusst halten. Warum? Das ist die Liquidität, die man in Stressphasen nutzen kann, um dann Aktien zu kaufen, wenn es günstiger ist, die man dann nutzen kann, wenn es am Anleihemarkt hier zu Korrekturen kommt. Und ich habe Ihnen hier die Entwicklung mal mitgebracht. Sie sehen hier das Thema Hochzinsanleihen auf globaler Ebene in Dollar, ohne Währungseffekt allerdings. Dazu defensive Anleihen im Vergleich. Also das, was in den Faktorstrategien hier prominent vertreten ist als defensive Anlageklasse. Und ich glaube, Sie können schon ganz gut erkennen, ja, man hat mal ein bisschen was verpasst, wenn es hochging. Aber das sind dann irgendwie 1, 2%. Aber Sie sehen, wenn es runterging, dann haben Sie sich eben im Tief eben, Sie sehen das schon hier, da ging es im Hochzinsanleihemarkt rund 20% nach unten. Und dementsprechend, das versetzt uns jetzt in die Lage, perspektivisch im Rahmen der wahrscheinlich noch steigenden Verunsicherung hier defensive Positionen abzubauen, günstiger gewordene Aktien zu kaufen. Das nennt man dann Rebalancing. Ganz ja auch analog der Strategie des norwegischen Staatsfonds, was die Denklogik betrifft. Aber im nächsten Schritt natürlich auch im Anleihemarkt jetzt endlich mal wieder ein Rendite-Risiko-Verhältnis zu finden, was adäquat ist. Auch das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Ist ein bisschen Technik, aber es ist wichtig, dass Sie das auch verstehen, dass wir einen sehr starken Blick auf das Thema Rendite-Risikoprofil haben. Und Sie sehen hier beispielsweise eben diese Hochzinsanleihen. Zu Beginn des Jahres 2020, als wir noch voll im Anlagenotstand waren, haben Anleger für schwache Bonitäten eine Rendite von nur 3% akzeptiert. Wir haben gesagt, nein, das ist uns viel zu niedrig. Wir würden auf diesem Niveau, würden wir das Risiko nicht eingehen. Wir wollen höhere Renditen sehen, um diese Bonitätsrisiken zu nehmen. Dann sehen Sie hier am 20.03. im Rahmen dieses Corona-Schocks, die Renditen haben sich verzweieinhalbfacht. Es gibt Segmente im Anleihebereich, da haben sich mehr als verdreifacht. Das heißt, diese steigenden Renditen sind dementsprechend das Spiegelbild der 20% Kursverlust, die Sie gerade gesehen haben. Einkommensorientierte Strategien, die voll auf laufendes Einkommen gehen, haben jetzt in der Korrektur fast 20% verloren, sind eigentlich defensive Anlagen. Auch hier waren wir immer sehr skeptisch. Und dementsprechend sehen Sie auch hier nochmal so ein bisschen vom Verständnis her, dass es eben auch Sinn macht, mal defensive Segmente über vielleicht auch 1, 2 Jahre mitzunehmen, um dann in einer Krise, in einer Panik, wie sie regelmäßig am Kapitalmarkt auftaucht, dann wirklich auch die Stabilität zu haben, hier dann zu kaufen, wenn es günstig erscheint. Noch erscheint es uns nicht günstig genug, aber Sie sehen schon dieser Mechanismus, klare Aktienquoten, klare Regeln, Steuerung des Risikos anhand der Renditeerwartung innerhalb der Aktienquoten, also defensive Aktien versus offensivere Aktien. Im Anleihemarkt eben die Thematik zu sagen, wann kriege ich Risiken entsprechend bezahlt? Da haben Sie gesehen, wir waren jetzt über mehrere Jahre der Meinung, die werden nicht bezahlt. Langsam kommen wir in den Bereich, dass die bezahlt werden. Das heißt natürlich auch, wir erwarten im Anleihebereich hier für die Zukunft höhere Ergebnisbeiträge als in den vergangenen Jahren. Also wie gesagt, das ist ein wirksamer Mechanismus. Kommen wir kurz zum Thema Marktgeschehen und Wertentwicklung. Auch das nochmal dargestellt. Ich bin kein Freund von kurzfristigen Perspektiven, aber man nimmt das natürlich herein. Großes Thema sind ja auch Robo-Advisor, die meistens relativ wenig von Robo haben, sondern nur ein schickes digitales Onboarding, also viel Wein, alter Wein in neuen Schläuchen, sehr viel Marketing, was dort produziert wird. Mal schauen,
ob jeder Teilnehmer das Ganze auf Sicht von 3 Jahren überlebt. Aber ich habe es Ihnen trotzdem mal hier entsprechend eingeblendet. Das jetzt Strategien, die ungefähr ein Aktienmarktrisiko von 50% halten. Und ich habe Ihnen das dementsprechend mal eingebaut. Auch hier, was dann das Faktor Depot generiert hat. Auch hier in der Vergleichsdarstellung für den gleichen Zeitraum, da sehen Sie hier im Tief dann eben diese 12% in Relation eben zu den Robo-Advisern. Ich denke, da ist man sehr gut aufgestellt. Der Marktführer Scalable Capital, der sich ja auf statistische Risikomodelle verlässt. Wir berechnen diese Risiken übrigens auch, also Stichwort Value at Risk und Conditional Value at Risk für die Experten unter Ihnen, aber wir handeln nicht danach. Das heißt, das ist ein Thema. Wir tun relativ viel auch im Hintergrund. Wir stellen es aber nicht so marketingmäßig nach vorne, weil hier teilweise auch Modelle verwendet werden, die in der Finanzkrise schon nicht funktioniert haben. Und von daher, ich glaube, kann man es an der Stelle auch sehr gut sehen, wie die Prozesse funktionieren. Der Punkt ist aber, es macht ja keinen Sinn, eine Strategie zu haben, die im Crash wunderbar funktioniert, aber ansonsten die langfristigen Renditen am Kapitalmarkt nicht generiert, weil am Ende des Tages erwarten Sie als Aktionär, Sie stellen Eigenkapital zur Verfügung, dafür wollen Sie langfristig eine Rendite haben, oder als Anleihe Investor stellen Sie Fremdkapital zur Verfügung und wollen dafür eine langfristige Rendite generieren. Also das auch wiederum in der Logik des norwegischen Staatsfonds, wenn man das zu Ende denkt, als Kapitalgeber möchte ich hier natürlich entsprechende Renditen über den langfristigen Zeitraum haben. In der Natur der Dinge schwankt das natürlich sehr stark. Menschen sind eben emotional, technische Handelssysteme verstärken das. Also das die Punkte, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Dementsprechend den größten Fehler, den man jetzt auch machen konnte, den habe ich Ihnen hier mitgebracht, dass die Mitteilung einer sehr, sehr großen Fondsgesellschaft, die für eine der großen deutschen Banken die Vermögensverwaltungsmodelle hier im Endeffekt steuert auf Fondsbasis. Ich habe bewusst jetzt hier die Quelle nicht angegeben, weil es geht nicht darum, jetzt hier irgendjemanden schlecht zu machen, sondern das ist etwas, was man häufig sieht, wenn die Schlagzeilen in den Medien schlechter werden, dann finden es Anleger toll, wenn sie dann von ihrem Verwalter hören, wir haben jetzt das Risiko nach unten genommen. Und das sehen Sie auch hier. Beispielsweise nehmen Sie im Endeffekt hier Vermögensmanagement Wachstum, Aktienquote bis Mitte Februar bei 70%, ja, und dann runtergefahren auf 30%. Sie sehen, Stand 23.3. Das heißt, diese Erholung, die wir in der letzten Woche hatten, die ja auch historisch einmalig war, was die Stärke angeht, die hat die Strategie dann nicht mitgenommen. Das heißt, man hat im Abschwung, hat man zu viel Risiko gehabt. Auch auf der Anleihenseite konkret bei dieser Strategie. Man war einfach zu sehr im Anlagenotstand und hat einfach schlechte Rendite-Risikoprofile akzeptiert und hat dann prozyklisch die Nerven verloren und hat im Endeffekt Aktienquote abgesichert. Also nimmt an der Erholung teil. Wir machen das anders. Wir wissen ja, dass Sie langfristig an den Märkten partizipieren wollen, dass wir die Regeln haben, Anlehnung an den norwegischen Staatsfonds ja bereits häufiger hier auch als Beitrag ja auch dargestellt. Und ich glaube, das ist im Endeffekt der wesentliche Aspekt. Wir sind hier antizyklisch. Wir haben über die defensiven Aktien Risikobudget in guten Zeiten aufgebaut, haben trotzdem natürlich 2020 ein schönes Ergebnis erzielt, haben im Anleihebereich uns nicht in diesen schlecht bezahlten Anlagenotstand reintreiben lassen, haben dort auch Risikobudget. Das heißt, wir haben jetzt hier sehr gut die Möglichkeit, aus dieser global diversifizierten Perspektive die Weiterentwicklung abzuwarten. Dann zu rebalancen, also günstiger gewordene Aktien zu kaufen, mit defensivem Charakter, mit hoher Qualität, breit gestreut über mehrere tausend Wert oder mehrere hundert Werte dann im Bereich Qualität und defensive Geschäftsmodelle. Und dann auf der Anleihenseite auch jetzt ganz entspannt zu gucken, wenn Marktteilnehmer zu schlechten Preisen verkaufen müssen, hier dann auch aktiv über institutionelle Fonds uns eben hier im Anleihebereich eben zu engagieren. Auch das Thema Inflation, das möchte ich auch noch mal gerne sagen. Inflationsschutz auch im Anleihebereich ist über inflationsgebundene Anleihen möglich. Auch das Elemente, die aus der strategischen Perspektive im Portfolio dauerhaft erhalten sind. Von daher muss man ganz klar sagen, aufgrund der vorsichtigen Herangehensweise, aufgrund der strategischen Herangehensweise aktuell bei uns kein Handlungsdruck. Es wird jetzt eher darum gehen, hier die Chancen auch zu nutzen, die sich in den nächsten Wochen respektive Monaten ergeben. Weil eins ist auch klar, wir befinden uns im Anlagenotstand. Die Zinsen werden nicht steigen.
Wir werden weiterhin Inflationsraten sehen, die höher sind als die Zinsen. Finanzielle Repression, Enteignung der Gläubiger ist das große Thema. Irgendwann wird man wahrscheinlich auch Staatsanleihen, die ja Staatsverschuldung darstellen, die bei den Notenbanken liegen, wird man den Staaten erlassen und wird dann hier entweder unter dem Stichwort Green Deal, also Finanzierung der Herausforderungen des Klimawandels, unter dem gesellschaftspolitischen Themen der Stabilität des Euros, Stichwort auch Probleme in Italien, hier natürlich dann versuchen, die Wirtschaft weiter zu stabilisieren. Also sie werden weiterhin Eingriffe in die marktwirtschaftlichen Prozesse sehen. Und hier geht es am Ende darum, natürlich auch mit den Strategien einen sachwertorientierten Charakter zu haben. Wir haben Wertpapiere, kein Sondervermögen. Dementsprechend auch ist das Thema Bankenkrise relativ irrelevant, weil betroffen werden ja nur Kontoguthaben. Wir haben nur Wertpapiere, die sind Sondervermögen, also insolvenzsicher. Von daher glaube ich, dass das Fazit. In diesem Sinne, glaube ich, habe fast etwas mehr geredet als die 20 Minuten, die wir angekündigt haben. Wir können natürlich immer noch weiter ins Detail gehen, was einzelne Strategien und Analysen betrifft, die einzelnen Werte, die Komponenten. Aber ich glaube, für die Mischung an Anlegern, die wir heute vertreten hatten, hat Ihnen das einen guten Überblick über die aktuelle Positionierung, über die langfristigen Denkweisen und vor allem auch über die Erfolgsfaktoren gegeben, die wir hier im Portfolio letztendlich auch anwenden.